Wegen einer gerichtlichen Verurteilung soll der ehemalige brasilianische Präsident Lula von den Wahlen ausgeschlossen werden. Lulas Anwälte aber argumentieren, ihr Klient habe ein verfassungsgemäßes Recht, alle Berufungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Bis zum 15. August muss er seine Kandidatur anmelden. Im brasilianischen Recht gibt es eine Regel. Wird jemand in zweiter Instanz, also in Berufung von einem Kollegialgericht wie hier geschehen, verurteilt, ist derjenige von der Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen. Es sei denn, ein höheres Gericht erlaubt ihm die Teilnahme ausnahmsweise. Im Fall Lula haben wir nur eine Verurteilung des ehemaligen Präsidenten in der Berufungsinstanz. Es ist also das einzige Urteil, das ihn daran hindern könnte, an den Wahlen 2018 teilzunehmen. Lula war im August 2017 wegen Annahme von Bestechungsgeld in Höhe von 1 Million Euro zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden.